Okay, Dino hatte den besten Song von allen. Der soll den besten Song von allen gehabt haben. Also wenn der jetzt stärker als Django ist oder als Biggie ist, Bruder, frechen Besen, Digga. Das ist schwierig, Digga. Okay, wir gehen rein. Hey, man. So ready, bro? Let's go, bro. Let's go. War nice. War nice. Ist jetzt nicht schlecht gewesen. Aber, ja, ein bisschen zu schwach gegenüber von Django. So, weißt du? Django war da definitiv stärker und Biggie auch. Ich find's cool. Find's cool, aber ich glaube, das war nicht seine Tonlage, Digga. Ich glaube, das war nicht sein Key, Digga. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Das war nicht so seine Tonlage, Digga. Ich glaube, er braucht eine andere Tonlage, Bruder. Ja? Er hat was Cooles, weil er hat was richtig Cooles so an sich. Der Dino. Er hat so ein AZ-Vibe. Er hat was Cooles an sich, aber. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und sage, Bruder, das hat mich hier vom Stuhl geschlagen, Digga. So. Weißt du, auf den. Ja. War doch nicht der Wein, war? War doch nicht der Wein. Sag mal ganz ehrlich, ihr wisst doch, was ich meine. Ja, war okay. Ich macht Spaß so, aber wir sind wirklich in so einer ernsten Situation so ein bisschen, weil den Namen, die ihr drauf schreibt, so, das sind 1000 Euro. 1000 Euro pro Person, 3000 Euro insgesamt. Wenn ihr einen Namen draufschreibt, dann müsst ihr wissen, diese 1000 Euro gehen dann von jemand anders weg. Ich will euch einfach nur klar machen, so, das ist wirklich eine ernste Situation. Die Macht, die ihr habt mit diesem Stift, ist eine krasse Sache. Wer mich auf jeden Fall geschockt hat, ist Cody. Also Cody ist für mich so auch wie wir ein Underdog. Kommt auch so aus dem Nichts, auch mit niemandem. Und er hat jetzt im Finale so einen Part gebrettert, das hat mich gecatcht. Zwei Künstler, wo ich einfach in meinem Herzen fühle, die könnten, wenn die mehr Geld hätten zur Verfügung, dann könnten die mehr aus sich selbst machen. Cody für mich und Biggie, wenn die einfach Kohle hätten, um diese Sachen umzusetzen, die umsetzen wollten. So. Im Endeffekt denke ich dann auch, Künstler wie Django, Vino, weißt du, die sind so fuck. Also jetzt hilf mir kurz, Chat. Wie viele Leute von denen müsste ich jetzt als Jury auf einen Zettel schreiben? Wie viele? Wie vielen Leuten von denen dürfte ich jetzt sagen, hier, ihr seid weiter im Finale? Ich muss ein bisschen warten, weil der Chat hat ein bisschen Delay, Digga. Fucking stark. Und wenn du von reinem Talent redest. Oder Biggie ist ja, was Mann. Ganz Besonderes. Das ist ganz besonders. Guck mal, Digga, jetzt ihr ist habt es mich 17. verstanden, gell? Drei Stück, okay. Ich würde Biggie, Django. Boah, dann ist schwer. Biggie, Django. Boah, dann ist schwer, Digga. Jetzt kommt Coldy oder Dino, Digga. Coldy oder Dino, Digga. Boah, Coldy oder Dino, Digga. Musikalisch ist Coldy besser, Digga. Aber so Ausstrahlung und so Ding ist Dino besser, Digga. Schwer. Also ich könnte mich für Dino entscheiden. Ich würde es nicht bereuen, aber ich könnte mich auch für Coldy entscheiden und ich würde es nicht bereuen. Aber ich sag mal Dino, weil wir haben schon einen Sänger mit Bachi, mit Bachi sage ich, mit Biggie, Du sind auch krass. Kassel. Auf jeden Fall. Seine Art ist nicht egal. Der ist einfach Kassel. 5000 Euro Preisgeld, jeder kriegt einfach Tobi und alle können nach Hause gehen. Wir sind nicht hier, um Mitleid zu haben. Und ich denke, diese Verantwortung sollten wir auch nachkommen und nicht einfach den Pussy wegnehmen und sagen, ey, ja, komm, wir sind nicht. Django war krass. Dino emotional. Biggie hat schöne Stimme. Der Kassel ist einfach Kassel. Ich bin doch, der Cody hat sich auch ein bisschen gecatcht. Ich hab's von Anfang an gesagt und ich hab's einfach in meinem Kopf. Der stärkste Künstler in meinem Kopf ist Django. Ja, safe. Klar, also, es geht um den Auftritt, aber irgendwie dann auch so, du willst ja auch Gerechtigkeit reinbringen. Es geht jetzt gerade nur um das. Nicht was Django vorher gemacht hat, was Kazak vorher gemacht hat. Es geht gerade nur um das. Der Dino ist sehr stark, ne? Der Dino hat auch sehr viel auf Lager und der Django ist auch sehr stark. Die haben alle beide gerade ihren Hype. Aber zum Beispiel so der Rest. Ist so ein bisschen mehr unten, Bruder. Und deswegen hat mich am meisten der Cody geflasht, ne? Und dann hat er noch ein Part gekickt. Digga,
Digga, was redest du? Weil der trifft einfach. Noch was, Mönchengladbach ist hier, Köln ist hier, Wuppertal ist hier, 18. Am Hannover ist einfach am Arsch. Ist doch am selben Tag vom Live nach Hause wieder gefahren, mit dem Zug. Also, jetzt einfach auf Klarheit. Nach was bewerten wir jetzt? Nein, ich habe alles normal Kritzer beobachtet. Ich habe ja auch viel mit den Kürzer zu tun. Ja, Biggie vergessen. War auch eine Situation, die ich hatte, wo ich dann in die Küche gekommen bin. Ich weiß nicht, wer wurde gesagt, ja. Und wie fandest du das krass? Also, wir wissen so, ich bin eigentlich der Beste. So. Ich finde die Einstellung so ein bisschen irgendwie nicht fair gegenüber den anderen. Das ist nicht schön. Ich sage dir ehrlich. Die zwei lieben Personen, ne, die sagen würde, mein Herz haben, ist Kazak. Oder der hat einfach ein Herz, Bruder, ja. Der ist einfach ein Mann, Bruder. Und Cody, cool, der Typ. Der denkt nicht, der ist der Beste, aber der will der Beste sein. Du kannst ja auch Texte schreiben. Alle trinken, oder ist ja okay. Oder ich war geschlafen, ich höre den immer noch. Aber der Kassack auch, der ist ins Finale gekommen, hat in dieser einen Stunde hat er seinen finalen Text geschrieben. Bruder, er kam seinen ersten Tag, Kassack ist der alleine kam. Wir kamen zu Cypher, zu viert im Auto, Bruder, er kam alleine. Meine Jungs kamen im Transporter sogar. Kassack kam alleine und ging alleine. Wie ein Mann, er sagt einmal Armee. Alle, Bruder, du übertreibst nicht gar nicht, Digga. Der übertreibt gerade, Bruder. Wie? Der kam alleine und der ging alleine. Meine Jungs kamen mit Transporter, aber Kasa kam alleine und der ging alleine. Cousin, hier geht's um Rap, mein Bruder. Ich küsse dein wunderschönes Herz. Kasa, der ist Underdog und ich liebe diese Story. Trotzdem auch die Künstler, die schon etwas etablierter sind, so wie Django, Dino, irgendwo haben die ja auch geblutet, um dahin zu kommen, wo die sind. Den Dino und den Django, bevor man die persönlichen Kinder hat, die gehen ja viral, Bruder. Man hat ja zum Beispiel den Django mit seiner Stussech-Sache. Mhm. Und jetzt hast du die nochmal privat kennengelernt und persönlich. Mhm. Und da hast du nochmal einen anderen Blick drauf. Django ist halt wirklich so ein Künstler, in meinen Augen auch, der richtig schon Erfolg erreicht hat. Aber der ist so humble, Bruder. Er hebt sich ab und er weiß auch, jemanden mit Respekt zu behandeln. Bruder, für mich in meinem Kopf steht fest, in egal was du machst. Weißt du, was ich denke, so im Endeffekt, in den Leuten, die verlieren, da siehst du wirklich so das wahre Gesicht. Okay, finaler Akt. Die Gewinner sind. Jungs, ich bin gespannt, Digga. Dann fangen wir einfach mal an. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr alle hier sind. Wirklich super, super starke Leistung. Jeder ein. Ist eng, Digga, ist eng. Also ich würde sagen, Django, Biggie und Dino. Euch hat krass gemacht. Ich wollte eigentlich mal direkt anfangen mit Dino. Ich glaube, du sitzt zum ersten Mal auf der Couch. Diese Couch ist gruselig. Bisschen angespannt, natürlich. Ne? Jeder ist hier, um zu gewinnen. Deswegen bin ich froh, dass ich bisher noch nicht hier war. Ich hatte halt Glück, ich hatte gute Gruppe. Team Blau war stark. Wir haben starke Sachen gemacht. Qualifizierungsrunde zu jetzt in den Top 5, finale Runde. Ihr seid unter den Top 5 von 100. Wie fühlt sich das an? Stark. Dass man weiterkommt, vielleicht ja, aber so weit hat man jetzt nicht gedacht. Ich habe gesagt, dass ich hier hinkomme, egal ob ich den Weg alleine gehen muss und so. Und ich habe das durchgezogen. Das macht ein Macher aus, weißt du. Ich habe gemacht, was ich gesagt habe, dass ich machen werde. Und auch wenn ich jetzt hier... Bruder, was haben die alle mit? Ich bin den Weg alleine gegangen und so. Ich bin alleine gekommen und so. Alle deine Jungs sind gekommen, ich bin alleine gekommen. Bruder, reden die hier von Hauerei, Bruder, oder von Musik? Ich weiß nicht, jetzt gehe und ich gewinne, habe ich gemacht, was ich machen wollte. Und was durchziehen wollte und deshalb das gemacht. Deswegen. Das heißt ja no risk, no fun, weißt du? Man muss solche Sachen riskieren, so irgendwo alleine hinzugehen. Man braucht Eier dafür, um sowas zu machen, weißt du? Weil ich kenne die Stadt nicht. Ich war noch nie in NRW. Wir hatten ein super interessantes Gespräch mit Kali und TS vorher. Die hatten schon eine gewisse Fanbase, als sie angefangen haben in der Qualifizierungsrunde und haben gesagt so, boah, dieser Coldy, Bruder, so, der ist reingekommen, der hatte nicht so eine große Reichweite-Fanbase, aber trotzdem wart ihr die ganze Zeit so ein bisschen Kopf an Kopf. Ich hab das auch Biggie vorhin gesagt, das ist gut, Underdog zu sein, weißt du? Weil Leute rechnen nicht damit, dass du jetzt kommst und rasierst. Inwiefern fandet ihr, dass diese soziale Dynamik auch nochmal eine Rolle spielt in wer jetzt als Gewinner gewählt wird, weil dann tut man einfach kurz den Teller nicht weg, aber dann der andere, der sieht diese Person dann als, boah, der tut den Teller nicht weg, der respektiert mich nicht, ich vote nicht für den. Es können Kleinigkeiten, wirklich ganz, ganz Kleinigkeiten, wo ihr zusammen wohnt, dazu führen einfach, dass ihr euren Spot verliert. Macht es für euch einen Unterschied oder einfach, wie gehabt, wir machen einfach so unser Ding und... Ich finde, wenn man mit Fremden, also wir sind ja alle, sag ich mal, fremd zueinander, würde ich sagen, muss man auf jeden Fall ein respektvolles Verhalten zu jedem haben. Aber ich finde, wenn es jetzt rein ums Turnier geht, würde ich sagen, spielt das natürlich eine Rolle. Aber wenn ich jetzt mein Ding liefere am Mic, dann will ich ja den Zuschauern auch, vor allem den Zuschauern, eine Show bieten. Und dann spielt ja eigentlich nur das Können und die Musik
eine also, Rolle. Also sagst du so, Können und Musik ist für dich definitiv wichtiger als so dieses soziale Verhalten? Was Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass das soziale Verhalten für mich, aus meiner Sicht, nicht so viel zu sagen hat für das Turnier. Nicht falsch verstehen, ne? Also, ich fand es ja wichtig. Ja. Jeder soll Respekt haben vor jedem. Ja. Wenn ich am Mic stehe, dann blende ich das irgendwie einfach alles aus, mach mein Ding. Ja. Und das ist ja das, was die Zuschauer sehen. Die sehen ja nicht, ob ich meinen Teller wegräume oder nicht. Weißt du, was ich meine? Egal, was kommt so jetzt gleich so. Die Sieger, dies, das. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Chance. Ich schwöre mich. So. Ich denke, wir haben alle noch. Jeder hat das verdient. Jeder hat es verdient. Also ich finde, wir sind alle fünf Gewinner. Ich finde, wir sind schon die fünf Gewinner. So, wir haben uns alle bewiesen im Finale. Das ist wichtig. Keiner. Bruder, red nicht so viel. Jetzt gechoked oder so. Auf jeden Fall, Jungs, wie gesagt, ich persönlich, ich finde, ihr habt es alle verdient. Ich weiß selber noch nicht, wer die Gewinner sind. Wir haben jeder, der ich weiß. Der Typ ist gefährlich, Bruder, der hat so ein komisches Lächeln, Digga. Der hat so ein ganz komisches Lächeln. Weißt du, was ein Lächeln der hat? Komisch, zeigt den echten Hasenlächeln, Digga. So ganz komisch, Digga. Selber noch. Die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht, Digga. Das ist irgendwas stimmt nicht, Digga. Wir haben jeder drei Personen aufgeschrieben, die wir denken, die. Der ist einfach aufgeregt, der Bruder. Das Ding gerockt haben. Eine Sache ist klar geworden: Es wird verdammt schwer. Und keiner, der hier sitzt, ist in irgendeiner Form, Art und Weise sicher oder weiter als irgendjemand anders. Ach, safe, Digga. Django, safe. Biggie, safe, Digga. Das ist ein dicker Ansage. Der hat eine dicke Ansage. Hart, Bruder. Alles andere wäre Quatsch. Seid ihr ready? Ja, Mann. Also, guck mal, Bruder. Ich sag euch ehrlich, no front, Digga. Aber hier und hier, beispielsweise Kazak ist sicher oder so weiter als irgendjemand anders. Und die beiden auch, Digga, die spielen nicht in seiner Liga. Und auch nicht in Biggies Liga, Digga. Das ist ein dicker Ansage. Der hat eine dicke Ansage. Hart, Bruder. Das ist hart, Bruder, gerade, ja. Seid ihr ready? Ja, Mann. Okay. Wir hatten 7 Jurymitglieder. Davon hatte jeder 3 Stimmen. Das heißt, es gibt insgesamt 21 Stimmen. Die maximale Punktzahl, die jeder Künstler bekommen kann, ist 7 Punkte. Erste Stimme ist Kazak. Zweite Stimme, Biggie. Dritte Stimme ist für Kohli. Vierte Stimme, Django. Die fünfte Stimme, Kohli. Boah, guck mal, Dino, sein Blick, Digga. Boah, der denkt sich, du kleiner Pisser! Der Arme, Digga. Kazak. 2 Stimmen Kazak, 2 Stimmen Kohli. Nächste Stimme ist Biggie. Nächste Stimme ist Kohli. Bruder. Sind 3 Stimmen Kohli? Ja. Was? 3 Kohli, 2 Kazak, 2 Biggie. Nächste Stimme Django. Kohli. Was? Du bist ein Dumm! Bruder, und ein Kazak mit Herz, Bruder. Es ist mit Herz, weißt du, was ich meine, Bruder? Ich küsse von dem das Herz, von dem das Herz. Django 2, Dino 0, Coldy 4, Biggie 2, Kazak 3. Bitte sag mir, der die meisten Punkte hat, fliegt raus. Kazak 3, Coldy 4. Ja. Biggie 2. Dann habe ich noch eine für Django. Und Coldy. Nochmal. Ja, Bruder. Coldy 5. Biggie. Kazak. Digga, das ist Verarschung. 3, 5, 3, 4, 0. Und noch einmal auf Groß. Kazak. Au. Dann haben wir noch eine für Django. Coldy, Kazak, Coldy. Und die letzte Stimme für Django. Das Coldy mit 7, du hast die maximale Punktzahl erreicht. Kazak mit 6, Django mit 5 und dann Biggie 3 und Dino. Biggie und Dino sind raus? Was? Was?
Biggie und Dino sind raus und Coldy Platz 1 diese Woche, Kazak Platz 2 diese Woche und Django auf dritte Platz, auf letzte Platz ist Django auf letzte Platz. Oder habt ihr Fieber? Django auf letzte Platz, Digga. Auf letzte. Hier, der hat 7. Der hat 6. Und der hat 5. Digga, das ist so eine Verarschung, Cousin. Digga, das ist niemals real, Digga. Das könnt ihr mir nicht erzählen, Digga. Das könnt ihr mir nicht erzählen, Digga. Walla, der arme Dino, guck mal, wie der hier sitzt. Ich schwör auf meine Mutter. Die platzieren nicht Django, Kazak und Coldy. Ihr habt's geschafft, so, ihr habt auf jeden Fall. Platzieren nicht Django, Kazak und Coldy. Hey, Digga, gerade nach dieser Performance von Biggie und Django, okay? Und warte mal, wir machen den Satz anders. Gerade nach der Performance von Coldy und Kazak. Digga, schmeißt du einen Biggie raus, Digga? Das ist nicht normal, Digga. Digga, das ist nicht normal, Digga. Ihr habt's geschafft, so, ihr habt auf jeden Fall die Leute überzeugt und it is what it is. Lauf des Turniers, Jungs. Guck mal, er hier. Guck mal, der guckt so abgefuckt. Der ist auf erster Platz, der ist einfach sauer, Bruder. Der guckt so abgefuckt. Scheiße. Der ist auf erster Platz, der weiß selber. Scheiße, Digga. Irgendwas stimmt hier nicht, Digga. Boah, was haben die auf mich gewählt, Digga? Irgendwas stimmt nicht, Digga. It is what it is. Lauf des Turniers, Jungs. Der klatscht sauer, der ist sauer, Bruder. Der ist sauer. Das ist ein bisschen bittersweet, weil. So, die Kollegen, mit denen man die ganze Zeit unterwegs ist, vielleicht hat es für den einen oder anderen nicht gereicht. Boah, Coldy, erstmal auf jeden Fall Glückwunsch, Alter. Ja, danke, Bruder. Das ist schon krass, Bruder. Am Ende, wie Dino schon gesagt hat, wir sind mäßig wie 5 Gewinner. Wir haben alle unseren Solo aufgetreten, wir haben alle was Gutes abgeliefert. Top-Leistung, 150%. Dinos Statement, Bruder, bei 0 Punkte, Digga, der darf kein Statement machen, Bruder. Eigentlich, wenn du 0 Punkte hast, du musst eigentlich Instagram löschen. Muss ganze Social Media Kanäle einfach löschen, Bruder. Merke ich auf jeden Fall unseren Namen. Ich kann nur sagen, nach Aikin, Dino kommt, Domo Mond. Ich gebe einen Fick auf alles und jeden. Ich brauche keinen. Mein Weg wird kommen. Das weiß jeder hier, der zuguckt. Jeder hat schon gesehen, Vorrunde, wer da war und wer nicht. Dann Dino und Biggie, müsste ich bitten. Boah, der hat andere Hass, Digga. Boah, Digga, dieses mit. Ich brauche keinen und so. Mein Weg wird eh kommen und so. Digga, der hat Hass, Bruder. Mein Weg wird kommen. Das weiß jeder hier, der zuguckt. Jeder hat schon gesehen, Vorrunde wäre. Aber ich kann ihn verstehen, Bruder. 0 Punkte. Ja, da war und wenn nicht. Dann Dino und Biggie. Müsste ich bitten, in den Raum zu verlassen. Digga, es ist unvorstellbar, Digga. Die 2 Albaner haben die rausgeschmissen, Digga. Krank, Digga. So welcome to the fire. Aber mit was hat die Jury gehört eigentlich? Mit was haben die gehört, Bruder? Was haben die geguckt? Welche Folge haben die geguckt, Bruder? War vielleicht bei Biggie stumm oder was haben die da geguckt?